Hallöchen, meine Lieben. Ich bereite mich gerade vor für die Darmspiegelung morgen. Ich habe das hier mitbekommen, das kennt ihr bestimmt. Movi Prep. Darin sind zwei so Beutel, A und B, und das gleiche nochmal aufzulösen in 1 Liter Wasser und dann zu trinken. Und dazu dann nochmal 1, 2 Liter trinken. Danach eine so eine Superpille nehmen. Und dann wird alles abgeführt. Elend. Ich habe einen Bauch, das sieht aus wie. Ich schwanger, ich bin so voll von diesem Zeug. Hey, guten Morgen. Also jetzt kommt der zweite Teil. Das ist der Tag der Untersuchung. Ich muss jetzt wieder so einen Beutel trinken. Ich habe hier 1 Liter Wasser und gebe dieses ganze Zeug da drin. Einfach dazu, rühre das so um und muss jetzt schnell trinken. Also man hat 1 Stunde Zeit und die schlagen vor, dass man alle 10 Minuten ein Glas trinkt. Ich glaube, ich habe das gestern ein bisschen zu schnell getrunken und ich glaube, die Gefahr ist dabei, dass man sich übergibt, weil das echt eklig ist und man so einen dermaßen aufgeblähten Bauch bekommt. Also ich habe echt gedacht, meine Hose musste ich aufmachen. Also das hatte ich nicht so in Erinnerung, dass das sowas. Es riecht nach nichts. Sträubt mich ein bisschen, dieses Zeug zu trinken, weil die ersten paar Schlucke gehen immer, aber dann hast du halt noch 800 Milliliter. Okay. Naja. Ein Natur-Soja-Joghurt. Nicht lecker. Das schmeckt halt so salzig. Okay. Also mein Bauch sieht wieder normal aus, aber gestern dieser Bauch. Das ist echt wie schwanger. Ich muss schon würgen, obwohl ich noch gar nichts getrunken habe. Dann muss ich durch. Ich habe es geschafft. Also ich habe das ganze Zeug getrunken, abgeführt und ich habe jetzt noch 1 Stunde Zeit, ein bisschen Tee zu trinken. Ich darf jetzt dann, ich glaube, noch 1/2 Stunde was trinken. Dann muss ich aufhören zu trinken. Und ja, es ist diese ganze Prozedur. Aber was soll ich machen? Ich fühle mich schlapp. Ich bin froh, wenn dieser Tag heute vorbei ist, wenn diese Untersuchung vorbei ist und. Was passiert bei einer Magen- und Darmspiegelung eigentlich? Hier habe ich mal ein Bild rausgesucht. Man bekommt so einen Mundschutz. Als erstes machen sie die Magenspiegelung. Man ist da sediert und liegt auf der Seite und der Schlauch wird halt eingeführt, wie hier auf dem Bild, durch die Speiseröhre bis in den Magen und die können auch Proben entnehmen. Im Anschluss machen sie dann gleich diese Darmspiegelung. Da wird das Endoskop über den After eingeführt. Und Sie können dann schauen, ich habe hier noch ein Bild für euch. Hier ungefähr hin bis zu dem Wurmfortsatz, bis zum Blinddarm, den ganzen Dickdarm können Sie anschauen und auch Proben entnehmen. Und ja, das ist dann die Darmspiegelung. Ich bin zu Ende der Untersuchung wach geworden und konnte noch ein bisschen mitgucken. Und ich glaube, es sieht gut aus. Jetzt bin ich im Aufwachraum und dann bin ich gespannt, was rauskommt. Ich bin gerade total happy. Ich hatte das Abschlussgespräch mit meiner Ärztin und das war wirklich in 2 Sätzen quasi gesprochen. Und zwar hat sie gesagt, es sieht sehr gut aus. Der Magen sowieso und im Dünndarm sind bis auf ein paar kleine Rötungen nichts zu sehen. Also ich habe quasi überhaupt gar keinen Befund.
Und sie will mich vielleicht in einem Jahr mal wieder sehen. Falls ich Beschwerden habe, soll ich mich melden und ja, keine Medikamente weitermachen. Wahrscheinlich hatte ich einen Infekt. Das kann auch bei Morbus Crohn passieren. Und geiler geht's ja gar nicht. Ich bin so happy. Alles gut. Okay, und sie hat natürlich jetzt bei dieser Darmspiegelung noch Proben entnommen, die ins Labor gehen. Und sie denkt, dass da nichts dabei rauskommt, aber das bleibt halt jetzt noch abzuwarten. Geil, was? Freut euch mit mir, ich freue mich voll. Ich bin wieder zu Hause und ich koche mir einen kleinen Grießbrei. Ja, langsam anfangen mit Essen und ich bin einfach nur lalala happy. Dass halt einfach nichts zu sehen ist, wegen weder am Magen noch am Darm. Sie hat gemeint, da wären kleine rote, wo man sieht, es ist ein bisschen gerötet. Ja, sie hat nicht von Entzündungen gesprochen und das freut mich sehr. Aber ich fange jetzt trotzdem langsam an zu essen und einfach weitermachen, ja? Und diese Infekte und diese komischen Beschwerden, wenn ich die habe, dann ist das halt, habe ich mir halt irgendwo einen Darminfekt eingehandelt. Ist das nicht toll?